Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir möchten heute hier den Starlight Drive-In ausbauen, zu einer angenehmen, hübschen, super tollen Siedlung machen. Ja, wir haben viel Arbeit vor uns und ich möchte auch gleich gerne mit dem Häuschen hier beginnen. Ich habe dafür auch ganz viel Beton mit. Oder warte mal. Ich baue zuerst was anderes. Und zwar... nein, wir können glaube ich noch gar nichts bauen. Mir fehlt nämlich noch ein Skillpunkt. Hier, lokaler Anführer. Und den werden wir noch schnell skillen, bevor wir mit dem Ganzen hier anfangen. So, so. Müsste normalerweise noch ein Skillpünktlein übrig sein. Ja, einer ist noch übrig. Und den bekommt der lokale Anführer, der hier. Perfekt. Du kannst in Werkstattsiedlungen läden und Arbeitsstationen bauen. Supi. Mehr gibt es dann auch nicht, ne? Nein. Also wir dürfen da jetzt alles bauen, alles, alles, sofern wir die nötigen Materialien haben. Gut. Zudem muss ich hier rein. Und jetzt kommt eben das eins der blöderen Dinge vielleicht. Ich nehme alles mit. Bäm. Oh. Uff. Na, Herrschaftszeiten. So. Werkbänkchen. Ich habe keine Ahnung, wo man das Zeugs hinstellen. Ich werde es vielleicht mal zur Not vielleicht da oben hinstellen. Oder dahin. Da wäre es gut, glaube ich. Da wäre es gut. Man kann das Graffel dann eh noch immer umstellen, wie man möchte. So, aber, fürs Erste werden wir ein... Was machen wir da? Eine Waffenbank. Die schaut gut aus, oder? Ist richtig schön modern. So neben der Tür. Ha? Wäre, glaube ich, gar nicht so übel, oder? Einfach mal so. Bäm! Muah! Supi! Dann Power-Rüstungsstandl. Das könnte man da hinten machen. Das war sicher mal ein Parkplatz da. Also fungieren wir den um zu einem Parkplatz. Wenn es halt geht. Oder sonst... Aha, da drunter. Da drunter geht's. Ich glaube, da drunter geht's. Unter der hübschen Brücke hier. So vielleicht. Bäm. Supi. Aha, hoffentlich steht es jetzt nicht zu weit nach draußen. Nein, ich glaube nicht, ne? Schaut gut aus. Sehr fein. Dann haben wir hier schon unseren Parkplatz für unsere Powerrüstung. Eine Laborstation. Hm, da wird mir die schon besser gefallen. Wenn man die neben der Werkstatt... Warte mal, ich muss mich mal kurz anders hinstellen. So. Oder haben wir irgendwas? Ein Herd. Ah ja, ein Herd wäre auch nicht schlecht. Aber hier möchte ich gerne, obwohl ich das Labor bisher noch nie benutzt habe, möchte ich dann trotzdem hier gerne ein Labor hinstellen. Ah, das ist, da ist der Haufen wieder im Weg, ne? Da anschließend wäre es super gewesen. Dieser blöde Haufen hier. Vielleicht ein Stück nach vor. Ist zwar jetzt nicht ganz so 100% schön, aber Hauptsache er steht am Boden, ne? Zumindest hoffe ich, dass er am Boden steht. Ja, so schlecht schaut sie nicht aus. Passt. Hoppala. Dann haben wir noch unseren Herd. Da will ich den hier haben. Und den möchte ich gern, ja, ich denke hier hin. Hier so hin ist sicher nicht schlecht. Warte. Mal so. Den müssen wir kurz dann nochmal aufheben. Und ein Stück nach hinten schupfen. Dam, bam, badadam. Bau, bau. Dadadam, dadadadam. Ich würde sagen, so. Da sind die Rödel ein bisschen verbaut und nicht doch. Okay, das schaut ein bisschen kacke. Kacke? Kacke, ne?
So denke ich eher. Warte, so. Wow. Jawohl, können wir auch schon kochen. Yeah. Geht da nichts lauter? Das alte Klump, das wird alles entsorgt. Wir brauchen eh das Zeugs. Das wird auch entsorgt. Der Besen da auch. Kann man das Skelett hier auch entsorgen? Nö. So, lala. Dann als nächstes tun wir mal speichern, würde ich sagen. Weil das ist gut gelaufen. Das tun wir speichern. Ich würde sagen, neuer Spielstand sicherheitshalber. Was? Was sollen wir nur machen? Ja, ihr habt schon mal ein Herd. Ja? Schau, und der werkelt schon. Der freut sich. Wow. Perfekt. Den gesamten Schrott haben wir mal da rein. Normal müsste ich jetzt ja drauf zugreifen dürfen. Munition, Inventar, die Waffeli. Die Waffelis kommen auch da alle rein. Dann kann ich nämlich anständig latschen wieder. Die werden wir mal bei einem passenden Skillpunkt, den wir auch dafür investieren werden, oder mehrere sogar, dann auch mal verbrauchen. Keine Sorge, das sind keine leeren Versprechungen. Das machen wir dann schon noch. Ich muss jetzt nur mal das ganze Graffel da weg. Kann man die wegtun, die ist stärker. Die ist noch stärker. Die können wir auch wegtun. Die können wir auch weggeben. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Nein, die nicht. Da bin ich mir gerade auch nicht schlüssig, ob ich die wegtun soll. Aha, da haben wir zwei gleiche. Puh. Tun wir die weg. Tun wir die weg, derweil mal. Drei Schlagstöcke kommen weg. Die wird 80 Schaden machen. Eine Schrott. Ja, die würde ich meinen. Ja, boah, da behalten wir aber ganz schön viele Waffen, ne? Brauche ja gar nicht so viel momentan. Der kommt weg. Der kommt auch weg. Jetzt wird es schon langsam besser. Tun wir den derweil auch weg. Ist ja wurscht. Die Schrot tue ich derweil auch weg. Ein Laser-Scharfschützengewehr. Das ist halt auch keine schlechte Sache. Ich bin immer noch 800 irgendwas schwer. Super. Dann tun wir noch die Kleidung weg. Wie gesagt, das ganze Graffel hier, das werden wir zum Teil brauchen, um unsere Siedler hier zu bekleiden. Auch Waffen und so, das werden wir dann bei passender Gelegenheit alles aufwerten. Wir werden auch Sanctuary Hills da aufwerten. So, rein damit. Weg, weg, weg. So, das auch. Das auch. Yay. So, fürs erste passt es einmal. Da muss ich dann noch schauen. So, jetzt können wir endlich wieder hatschen. Supi. Das heißt, tap, tap, tap. Du bist jetzt dran. Dich schupfe ich mal auf die Seite. Da, dam, 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 dam. Ungefähr so. Damit wir hier schön Beton bauen können. Beton, Beton. So, zuerst aber muss ich mit dem Zeug ein bisschen auf... Ah, warte, den können wir lassen. Der würde von der Breite her schon gut passen, glaube ich. So, aber da kommt mir gerade noch ein Gedanke. Ich werde schauen, dass ich nicht so weit im Grünen bin. Also an Grenze, sondern... Also, das war jetzt komisch gesprochen. Ich möchte nicht, dass es so ist, ne? Also mit dem grünen Rand, weil wenn ich da dann zu weit vorne stehen sollte...
verlasse ich nämlich das Baumenü. Und das will ich nicht. Nein, 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 das will ich nicht. So. So. Ja, das gibt dann schon was her, ne? Wie gesagt, hier kann man vorbeihatschen. Ins Grüne. Wenn man möchte, kann ich auch noch eine Tür hinklatschen. So ein Zaumtür-Dingens. Ich glaube, das geht schon. Na, Entschuldigung. So. Strukturen. Ich hätte gerne Beton. Böden. Und zwar das hier. Ja. Kannst du schon mal klipseln. Und klipseln. Ich habe auch nebenher, bevor ich den Part eben begonnen habe, habe ich auch schon mal gekocht. Ja, ja, auch Omas Gemüsesuppe ist dabei. Auch ein bisschen Fleischgeschichten, Kuchen, also Meierlöckkuchen und solche Geschichten, habe ich alles ganz, ganz, ganz frisch gemacht. Ja, damit wir, wenn wir wieder auf Reisen gehen, gut versorgt sind. So, jetzt kommt die Hexerei an dem Ganzen. Bringen wir das Hüttele da gut rauf. Vielleicht mit ein bisschen... So, mal schauen. Alter Schwede, fast richtig. Geilo. Ha, also wenn das mal nicht berechnet war. Das grenzt schon fast an Cheaten. So. Wie schaut's aus? Schauen wir aus da hinten. Aha, ein bisschen weiter. Doch noch rüber. So. So vielleicht. Aha, fast. Und da herüben. Ah, da könnte ich es ein bisschen herziehen. So. Aha, ich sehe schon. So. Noch ein Stück. So. Ja. Aha, ich sehe schon ein kleines bisschen. Siehst du, schon bin ich aus dem Baumenü draußen. Ein kleines bisschen schief ist das Ganze noch. Jetzt vielleicht verschmerzbar. Ah, das war zu viel. Ich glaube so. Ah. Ich glaube, ich lasse das dann lieber mal so. Ich glaube, das ist so verkraftbar. Naja. 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 So ganz so schön ist er noch nicht drauf auf dem Sockel. So vielleicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. So. Und vielleicht noch ein kleines bisschen nach vorn. So ungefähr. So hundertprozentig gerade bringe ich es jetzt nicht zusammen. Ich hoffe, das ist jetzt verschmerzbar für eure Äugleins. Und dann braucht man noch Treppen. Und zwar sowas. Achso, Betontreppen. Ja, das würde gut passen. Es gibt nämlich welche aus Holz auch. Hm, soll ich den Beton dafür verschwenden? Ist wurscht, ich kann wieder neuen kaufen. Moment, da ist eine Dose, sehe ich gerade. Was willst denn du da? Du Dose. So. Ah, das schaut ja schon was aus, ne? Das schaut ja schon nach was aus. Muha. Fisch. So, wie schaut es mit Schlafgelegenheiten aus? Und zwar, ich würde meinen, pro Häuschen ein Bewohner fürs erste Mal. Würde ich vorschlagen. Wie gesagt, da drüben Küche und so. Und hier immer die Wohnanlagen. Also der hat ja schon auch Fernseher. Der noch nicht mit Strom verbunden ist. Stimmt. Upsi. So, weil ich ihn verrückt habe. Ja.
So passt das schon mal. Mhm. Das freut die Zocki-Braut. Mhm. Das schaut gut aus. So. Dann haben wir hier eben einen Schrank, da einen Fernseher. Da oben müsste noch ein Bett stehen. Ja. Alles noch da. Ein schöner Balkon. Zwar scheppern hier diese Dinger ziemlich laut. Die werde ich dann noch... Die werde ich umstellen. Nicht auf dieses Häuschen hier, sondern auf diese Dinger da. Und dann scheppert es beim Mittagessen. Wird ja wohl wurscht sein. Du kommst mit. Heureka! Und du sollst darauf. Oder warte, zuerst mal darüber rauf. Ich muss ganz rauf. Entschuldigung. La la la. Keine Sorge, das hier wird jetzt keine 10 Parts dauern. Ich wollte nur mal, ich dachte mir mal so nebenbei, das war so auch ein bisschen ein, wenn ich so sagen darf, ein Wunsch, dass wir mal ein bisschen was bauen hier. Und den Wunsch wollte ich jetzt einfach mal erfüllen. Ich bin nicht so schnell wie ihr, ganz bestimmt nicht. Aber ja, das, die Hütten schaut ja echt toll aus da drüben. Mit dem Beton und so. Mir gefällt's echt gut. Jedenfalls, jo, ich dachte mir, wir bauen da jetzt mal ein bisschen was, weil wir eben so gut drauf sind und alles lustig ist und hurra. Und ich würde meinen, da hinten, da, wird doch schon ein Häuschen wieder passen, oder? Oder eher hier? Hm, Momentele, kann man? Ja. Ja, mit dem Holz. Muhaha. Wir haben hier hinten da mehr als genug Wald und Holz können wir brauchen ohne Ende. Für unser Bauvorhaben. Dann würde ich meinen, nur mal zum Probieren, dass wir hier aus Holz, nein, nehmen wir aus Metall. Wir haben ja so viel Stahl. Schauen wir mal, ob wir hier ein hübsches Fertighäuslein wieder hinkriegen. Weil das drüberne war jetzt Holz, ne? Und warum sollte man jetzt nicht eines mal aus Metall versuchen? Boah, das ist aber eine kleine Hütte da. Die da ist echt klein. Da hat nicht mal gescheit ein Bett Platz, ne? Was ist da? Aha, das ist sowas. Da könnte man selber jetzt dann was bauen, ne? Hm. Wo ist denn hier der Eingang? So wäre ein Eingang. Und so wäre es auch gar nicht mal so hässlich, oder? Aber Eingänge hat ja recht viel. Auf der Seite keins. Okay, 2 bis 3 Eingänge hat er. Puh. Da würde ich mal meinen, wie weit können wir denn dahin? Schon ein Stück. Ja, es würde gehen. Gut, dann machen wir wieder unsere Betongeschichte. Da. Beton. Da. Dächer. Okay, nein, Böden. Ich finde das voll supi, dass das so toll geht. So. Hm, hm, hm. Und ich glaube, ich nehme es auch schon wieder zurück. Wieso geht das jetzt da nicht mehr? Vielleicht hier so, noch ein Stück zurück. So, schön am Boden. Da so vielleicht. Ich stelle einfach mal den ersten hin. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass das Hüttel da nicht zu sehr verdeckt wird. So. So. Klipp, klipp. Klipp, 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 klipp. Mach klipp, klipp. Klipp, klipp. Ja. Da auch klipp, klipp. Ich würde meinen, ein drittes wäre vielleicht noch nicht schlecht. Zumindest da drüben. Ja, klipp, klipp. Na, mach klipp, klipp. Klipp, klipp. Und hier noch ein klipp, klipp. Ja, Beton haben wir noch genügend. Hm, ist das schon groß genug? Das sind nur 2, ne? Ich fürchte, ein drittes werden wir brauchen. Klipp, klipp, klipp. Und dann halt wieder mit so tollen Stiegen. Wobei, ich glaube, ich werde hinten die Betonstiegen für das hier nehmen. Und hier Holz oder wie auch immer. Schauen wir mal. Wir werden das herausfinden.
So, lala. Metallstruktürchen. Da. Ja, genau, die Hidden wollte ich jetzt haben. Die müsste eigentlich schon mal, wenn sie denn möchte, hier anpassen. Aber irgendwie mag die nicht so recht. Das ist eine komische Hütte. Die schwebt doch in der Luft, oder? Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Yeah. Ach so, das Teil ist so groß. Aha, da brauche ich ein viertes. Boah. Jesus, na. Da brauche ich ein viertes. Drum tut das so komisch wahrscheinlich. In Klammer hoffe ich. So, dann klipseln mal an, wie ein Weltmeister. Ja. Und hier auch nochmal, bitte. Merci beaucoup. So, komm her. Na, die Hitten hätte ich gern. Danke. So, ein Bild zurück. Bild so einmal. Ja, ja, das schaut schon besser aus. So. Einfach mal, ich würde sagen, so hinstellen. Wahrscheinlich brauche ich hier auch noch jeweils eins dazu. Also 4×4 groß. Ups. Ah ja. Ja, 4×4 groß. Die Hitten ist im Weg. Ich muss mit dem ganzen Gestell noch ein bisschen rüberrucken. Ich werde hier sowieso, glaube ich, das eine wegnehmen und da drüben anklipseln. Was? Ist da jemand? So. Ja, genau so. Und das auch. So, lala. Na? Ja. Und dann noch einmal. Mit dem da. Dann haben wir da drüben nämlich schön Platz, dann ist es nicht so eingeengt. Wir brauchen es ja nicht eng bauen. Na, Klipsel? Klipsel. Jawohl. Super. Dann können wir das hier schon nehmen. Und ein bisschen, würde ich sagen, mal so probieren. Mit dem Rand hier können wir ruhig hier anschließen. So. Vielleicht? Ja. Leute, das schaut hier gar nicht so schier aus. Ja gut, bis auf da drüben. Da brauche ich noch einen Beton. Jetzt sind wir hier bei 3, ne? Ja, ein viertes muss hier auch noch her. Jo, null Problemo. Machen wir mal. So, das machen wir. Da, 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 diel, da. Dadadam, dam, diddle, dadam. Na, klipp, klipp. Klipp, klipp, klipp. Wow, wow, wow. Klipp, klipp. Jawohl. Und. Klipp, klipp. Yes. Dann schön gerade hinstellen. Na, so wollte ich das nicht haben. So. Mal so probieren. Ah, da drüben schaut es nicht so schlecht aus. Da drüben hätten wir noch ein bisschen Spazi. So. So, glaube ich. Ich glaube, so ist hübsch. Ja. Das schaut schon noch was aus. Okay, da sind wir ziemlich weit hier herüben. Aber man kann hier auch raufgehen, ne? Das Teil, das stört. Aber man kann hier rauf. So. Passt, glaube ich, schon. Fisch. Dann, nein. Beton. Holz oder Beton? Ach, machen wir Beton. Treppen, Treppen, Treppen. So einmal. Ein
Vielleicht passen die nächsten drunter. Hm, okay, das ist nicht so klasse. Das schaut nicht so toll aus. Mm-mm. Da wären schon andere Leitern besser. Ich schau's mir mal hier an. Ja, da wird's wieder gut passen. Ja. Und da drüben wahrscheinlich auch. Ja. Ein zweites dazu. So, ja. Und da drüben vielleicht auch noch ein zweites dazu. Da so. Mhm. Das schaut schon zu übel aus. Aber hier. Hier wäre es mir echt lieb, wenn ich das so weit in den Boden reinbauen könnte, dass das nach was ausschaut. Schau, schau, da war was. Da hat es kurz Klipp-Klipp gemacht. Och nö, bitte mach nochmal Klipp-Klipp. Mir wäre es auch hier recht, war mir wurscht. Echt, da bin ich nicht wählerisch. Einmal kurz verrückt, ne? Halt, halt, ja, ja. Ja, das hat hingehauen. Wow. Super. Kann man dann hier so rauf? Und gut, dann mache ich hier so einen Zaun drumherum. Ein Zäunchen, la la la. Da. So. Ja, genau dich habe ich gesucht. Schaut wahrscheinlich jetzt nicht ganz so hübsch aus. Oder doch? Eigentlich. Zack. Eigentlich gar nicht mal so hässlich. Ja. Das schaut echt nicht schlecht aus. Reingehen kann man auch. Und dann vielleicht hier noch ein paar Zäunchen. Da wäre so ein... So einer wäre nicht schlecht für den Anfang. So. Jetzt brauche ich nur noch... irgendwie... will der Kerl gerade nicht. Warum? Dann fange ich halt mit der Ecke an, wenn er so zicken muss. Und es regnet schon wieder. So. Ich glaube, ein Stückchen raus. So. Ich glaube, so könnte man es lassen. Warte. Achtung. Zack. Yeah. Dann hier von mir aus. Nein. Klipp, klipp. Und der da. Klipp, klipp. Jawohl. Und hier ist... Wobala, Entschuldigung. Und hier ist halt eben jetzt ein Stutzel, ne? Aber da werden wir jetzt einfach den da dazu machen, wenn es geht. Jawohl. Und dann denke ich mal... Nein, ich will das nicht entfernen. Man kann hier nicht... Doch, man kann durch, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Dann kann man hier so runter und da brauche ich dann eh kein Schutz mehr diesbezüglich. Großartig. Dann sind wir ja auch schon hier drinnen. Dann würde ich vorschlagen, wir machen einfach. Müssen Macken machen. Nein, warte, da bin ich falsch. Hier. Wir machen unser erstes Bettelein für die Bewohnerlein hier. Ist das ein hübsches Bett? Das ist ein hübsches Bett. Ja, das bauen wir. Das bauen wir. Das ist ja ein hübsches Ding. Ah, wohin? Ich würde sagen, schauen wir mal. Da so. Oder? Weil da ist ja wieder ein... Dingens, da wäre schon schön hier eigentlich ein Schlaf,
Schlafzimmer zu bauen. Oder hier so das Bettelein. Könnte man auch hier so machen. Dann könnte man drüben Fernseher machen. So. Zack. Yeah. Und hier. Oder wir machen hier zwei Bettchen. Das können wir auch tun. Wir machen hier zwei Bettchen rein. Und vorne beim Eingang machen wir dann dort. Den Fernseher. So. Jawohl. Natürlich wäre auch eine Tür nicht schlecht. Strukturchen. Holz. Gibt es hier hübsche Türen? Ja, es gibt die sicher, nur habe ich schon wieder vergessen, wo die waren. Hier. Hübsche Türen. Vielleicht so? Wird das klipseln? Wird das passen? Du vielleicht? Was? Klapp? Klapp? Doch, klapp. Es hat gerade klapp gemacht. Vielleicht von außen? Nö, von innen besser. Komm, mach klapp. Klapp. Klapp, klapp. Mm. Komm. Ja, 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 ja. Langsam. Yes. Und hier auch. Jawohl. Und da drüben auch. Na? Jetzt. Supi. Rundum wohl und sicher. Ach, ist das toll. Zwar haben wir hier keine Fenster, aber was soll's. Es ist eh ein bisschen luftig. Also passt das schon. Fisch. Jetzt muss ich nur schauen. Wie ich das jetzt mache. Weil ich werde jetzt alles nämlich beim Retour gehen. Ich mache da mal die Tür auf. Auf allen Seiten. Ah, ja, das geht auch. Danke, Hancock. Der ist sehr umsichtig, der Kerl. So. Dann, wenn ich jetzt die Tür offen habe, kann ich nämlich super klasse immer ins Baumenü wechseln. Möbel. Möbele. Behälter wäre fein. Natürlich auch mal eine Badewanne. Eine Badewanne wäre auch eine feine Geschichte. Die würde mir ehrlich gesagt gut hierher passen. Oder hierher. Ich glaube, da wäre sie auch hübsch. Ja, ich glaube, da wäre sie auch hübsch. Und zwar ein bisschen am Eingang. Da drin wäre sie halt besser gewesen. Da so. Ah, das wird gehen. Warte mal. Komm mal her, meine gute Badewanne. Du machst dahin, dass keiner uns beim Spannen beobachten kann. Also beim Baden beobachten kann. Kein Spanner beim Baden beobachten kann. Jetzt habe ich es. So, ja. Mhm. Das gefällt der alten Zucki. Was haben wir noch hier? Tischlein, deck dich. Boah, der Tisch. Da weiß ich auch schon, wohin damit. Den will ich da haben. Mhm. Das schaut echt super aus. Gefällt mir gerade echt gut. Und natürlich darf bei einem Fernseher auf keinen Fall so ein Couchtisch, also so ein Couchtisch fehlen. So, wie macht man das jetzt? Ich würde sagen, der Tisch kommt einmal hier hin. So. Ah, ich glaube, so ist gut. Dann braucht man natürlich eine Couch oder so ein Fernseher. Ah, das wäre besser gewesen. Gibt es da eine kleinere Variante auch? Nur sowas, ne? Hm. Ich
Ich hätte nämlich gern so ein hübsches Fernsehtischlein gehabt. Da wird wohl eher der her müssen. Weil wir brauchen da nämlich so eine kleine Anhöhe eigentlich. Ich schau da mal durch. Mhm, das wäre was für ein Radio. Aha. Das wäre auch eher was für ein Radio. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das eine Tischchen recht gut. Das war jetzt da. Das hier. Das Tischchen gefällt mir gut, auf allen vier Seiten gleich. Das ist perfekt. So reingestellt, wenn es passt. So. Und da kommt der Fernseher drauf. Wenn es funktioniert. Das war... Moment. So, das war hier drin. Und da hätte ich gern so einen Fernseher, oder? So einen. Nachdem es eh ein sehr modernes Haus ist, eigentlich unter Anführungszeichen sehr, das ist ja eher... Nee, nimm mal den. Der passt ja wie die Faust aufs Auge fast. Zack. Yeah. Jo, das schaut super aus. Und hier noch ein tolles Sofa, wäre nicht schlecht. So, raus hier. Nochmal Möbele. Da, Stühle. Ich hätte da so ein, also gerne so eine ganz gemütliche Couch. Sowas schon in der Art. Ah. Ja, ja. Oh ja. Die schwarze schaut super aus. Die rote aber auch. Weil hier wohnen ja zwei Leute drin. Ne? Jetzt muss ich dafür zwei denken. Boah, total neuwertige Sachen auch. Schön. Das muss ich jetzt echt sagen, gerade schön. Aber... Entweder das schwarze oder das rote Sofa. Was schon ein bisschen vergammelt ausschaut. Boah, das wäre halt, das gab halt echt was her. Passend jetzt auch. Hihi. So. Schön an die Wand. So, ja. Zu weit rauf geht's eh nicht, ne? Nein. So, mal schauen. Ja. Meine Herrschaften, das können wir so lassen. Das schaut nicht schlecht aus. Was wir jetzt allerdings brauchen, ist hier. Das machen wir gleich. Ich hoffe, das kann sich so verbinden lassen. Strömchen. Wir brauchen Strom. Schau mal, ob es hier so einen großen Masten geben tut. Oder zumindest Leuchtkasten, okay? Einen Moment bitte. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Weißt du, ich hätte halt gern so einen großen Masten da eigentlich, ne? Wobei, ich könnte sicher hier oben... So einen kleinen Zwutschke anbringen, ne? Sowas. Ah, ja, ja. Oh, ja, ja. So richtig schön hoch, wenn es ginge. Mehr da am Rand so, dass ich ihn auch super erreichen kann. Boah, das ich glaube, das gefällt mir schon. So. Komm her, du Kabel. Gelangst du darauf? Nein. Na, jetzt bin ich umgefallen. Das wollte ich nicht haben. Ja, du Skelett. Warum wehren du dich? Der müsste den doch eigentlich sehen, oder? Ah, das könnte zu lange sein. Das könnte... Ups, das könnte zu lange sein. Bis da...
Na hopp. Und es könnte sein, dass der Goka da im Weg ist. Dann werden wir den Goka da ein bisschen verschüpfen. Dass jetzt vielleicht was geht. Na! Wieso denn nicht? Da muss ich hier noch so einen depperten Masten aufstellen. Mann! Stelle ich ihn aber da drauf, das schwöre ich. So, so, so. Langsam, ja. Yep. So, jetzt aber. Schnuckilein. Gib mir deinen Strom. Ja, jetzt schaut's gut aus. So, perfekt. Und jetzt da? Wird sich das aber nicht ausgehen? Fürchte ich. Jetzt brauche ich halt noch so einen Drum, ne? Vielleicht hier hin. Noch so einen großen. Hier so im Eck, dass man ihn so nicht unbedingt sieht. Und dann brauche ich wahrscheinlich einen noch genau hier. Vielleicht, eventuell. Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Entschuldigung. Der Part ist auch wieder zu Ende. Ja, ich habe keine Ahnung. Huch, wieso kann ich nicht springen? Ich will springen. Dann gehe ich halt. Ja, ich habe jetzt irgendwie... Ich will da vorbei. Frechheit ist das, Frechheit. Dann probieren wir es mal so. Das klappt. Super, jetzt kann ich da nicht mehr... Ja, da muss ich da. Außen und herum. Ja, ich für meinen Teil... Also mir macht das Spaß mit den Siedlungen und so. Ich habe keine Ahnung, wie es euch dabei geht. Sollte es euch auch Spaß machen, können wir gerne im nächsten Part noch hier weiterbauen. Wir können auch viele Parts hier verbringen, aber es wird halt sicher 5, 6, vielleicht sogar 10 Parts brauchen, bis wir hier ein kleines Paradies erschaffen haben. Ich bin nicht die Schnellste, ihr wisst es ja. Ihr könnt das allesamt viel besser als ich, keine Frage. Aber, warte mal, da könnte ich eigentlich am Dach, könnte man eigentlich sowas schon bauen. So, oder? Wie gesagt, ihr seid alle besser als ich, aber ich lasse mich da nicht stressen. Ich baue so, wie es mir gefällt und wie ich Spaß dran habe. Und jetzt müsste eigentlich... Jaha, der Fernseher läuft. Muhaha. Und wie gesagt, ich habe Spaß dran. Definitiv, keine Frage. Das ganze Spiel ist einfach nur ein Hammer. Ja. Das kann man so ohne weiteres sagen. Ich suche gerade... Oh, die Lampe wäre ja hübsch. Die Lampe ist ja hübsch. Boah. Bling. Mei, ist die hübsch. Ich will die da auch haben. Ich will die da auch haben. Ich werde hier so ein Dingens... Moment, jetzt bin ich gerade verliebt. Entschuldigung. Jetzt muss der Part noch ein bisschen aushalten. Also der Part Abbruch. Abbruch, genau. Ende. So, jetzt habe ich es. Boah, ich bin gerade verliebt. Ist das schön. So ein Tischchen. Ja, wieso eigentlich nicht ein rund? Das wäre auch mal nicht schlecht. So. So. Und da drauf jetzt die Lampe. Wenn es halt so geht, wie ich mir das vorstelle. So, her mit der Lampe. Oder meine andere auch. Gibt sicher ganz viele hübsche. Das war, glaube ich, die Disco-Kugel, ne? Na, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die am besten. Keine Chance. Die muss es sein. Mal ist die hübsch. So.
Aha, schön mittig. Ungefähr so. Ja, das wäre die Licht. Hurra! Mei, ist das schön. Ist das schön. Da wäre halt noch nicht schlecht beim Baden, dass der da nicht ausrutscht oder sich verletzen könnte. Der wäre gut, irgendwas auf der Wand zu haben. Irgendwas Hübsches. Bist du hübsch? Hm, ja, schaut eigentlich nicht so schlecht aus, ne? Aber es leuchtet nicht, sehe ich gerade, ne? Da gehört also noch ein Strom her. Ja, das mache ich dann noch schnell. So. Da müsste ich gut sehen können. Das machen wir jetzt noch fix. Wenn ich das halt bauen darf. Ja. Hier schaut es gut aus. Warte. So. Und jetzt da. Kabel ziehen. Aha, der sinkt zu stark ab. Okay, das ist so nicht nett. Dann müsste ich hier eine Erhöhung haben. Oh, das schaut ja auch nicht schön aus. Aber der wird nicht so schlecht ausschauen. So mittig auf dem Dach, wenn er sich platzieren ließe. Ah ja. Ja. Und jetzt, nein. Und jetzt vielleicht? Würdest du? Ja. Super. Ja. Ja, das schaut nach was aus. Das schaut nach was aus. Ja. Da sind wir dabei. Und vielleicht noch, weil ich gesehen habe, für außen wird es auch was geben, scheinbar. Bahnstreckenleuchte. Die da, glaube ich, schaut für außen nicht so schlecht aus. Wenn man die da so schräg, da war es gerade gelb, nämlich. Warte, da war es wieder gelb. Halt. Es ist immer dann gelb, wenn ich es nicht erwische. Na, komm. Wird gelb. Komm, das wird da so schön herpassen. Und dann können wir den Part beenden. Na los. Komm. Mehr schräg vielleicht. Ja. Achtung. Jawohl. Mei, ist das schön. Oh, ist das schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Boah, schaut das fesch aus. Oh, bis auf die kleine Tatsache, dass ich dich nochmal verändern muss. Du klebst da nicht da an, wo ich es gerne gehabt hätte. Du Schurke. Ach, wie gemein. Schade, ich hätte ihn gern so gehabt, dass er so schräg ist. Aber wenn ich ihn so lasse, wie er sich das vorstellt... Ach komm, das war jetzt echt schade. Siehst du, der hängt halt da so in der Luft, ne? Das schaut kacke aus. Von der Seite super, aber andererseits kacke. Naja, wir beenden den Part jetzt trotzdem. Ich werkel da noch ein bisschen rum und hoffe, dass das irgendwie dann besser passt. Falls nicht, schaue ich, dass ich ihn vielleicht hier so herhängen kann. Keine Ahnung, das wird schon irgendwie werden. Und im nächsten Part, wenn ihr möchtet, ihr könnt es mir gerne schreiben. Also ich hätte irrsinnigen Bock drauf, hier alles weiter auszubauen. Es wird halt dauern. Es wird halt dauern, die ganze Siedlung hier auszubauen. Aber dafür wird es ja auch schön. Hoffe ich halt. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!